Dann. Ja, baue ich jetzt den Zaun. Den Netherziegel. Ich weiß aber nicht, ob das Rezept für den Netherziegelzaun auch angepasst wurde. Aber ich glaube schon. 42. Zack, sind 10. Experimentieren wir mal. So, das war glaube ich so. Nö. Ah, da kriegen wir Netherziegelzaun. Einfach so. Aber so geht's auch nicht. Muss ich nachsehen. Mal sehen. Netherziegel. Kurz warten, bis der Laptop Internet hat. Ja, dauert ein bisschen. Der war nämlich gerade noch im Ruhezustand. Oder Energiesparmodus. Kann man sich ausruhen. So, jetzt hat er Internet. So, man kann Treppen, Stufen, Zäune daraus machen und roten Netherziegel. Aus dem roten Netherziegel kann man noch gar nichts machen. Kann man das Tor nicht machen? Das wäre jetzt aber blöd. Mal suchen. Zauntor. Es gibt tatsächlich kein Netherziegel-Zauntor. Das ist ja blöd. Das ist sehr blöd. Dann werde ich das doch lassen. Dann mache ich das lieber aus irgendeinem Holz. Oh, es ist dunkel geworden. Das ist ein Pferd. So, das müsste jetzt alles sein. Oder hat der, nein, der hat noch ein bisschen was. Ja, egal. Aus welchem Holz mache ich das dann? Hier haben wir schon überall das Holz. Akazie ist zu rot. Das gefällt. Wobei, das könnte sogar gut zum, zum Ding passen. Zum. Oh, da ist ein Enderman. Das könnte gut zum Ziegelstein passen. Der ist ja auch rot-weiß. Das könnte gut passen. Ansonsten, es gibt ja, Eiche ist normal, Fichte ist dunkel, also Eiche ist normalbraun, Fichte ist dunkelbraun, Birke ist weiß, Tropenholz ist irgendwie hellbraun, Akazie ist rot, und Schwarzeichenholz ist halt schwarz. Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir mal das Akazienholz her. So, jetzt ist mal das hier, das da kommt. Und die Nethertruhe. Da kommen die dann da rein. Dann nehmen wir das Akazienholz her.
Da haben wir eh noch ein bisschen was. Zack, zack, zack. So, sortieren tue ich dann, wenn wir es wieder ein... Was ist da jetzt los? Ich laufe, während ich nicht laufe. Ah, jetzt bin ich wohl dagegen gelaufen. Ich Idiot. Ich habe jetzt natürlich keine Zäune so draus gemacht. Muss ich halt da vorne wieder zur Werkbank gehen. Ja, vielleicht treffe ich ihn. Ja, habe ich. Sind die gestorben? Beide? Ja, sind beide gestorben. Oh, ich liebe es zu schießen. So Scharfschütze zu spielen. Vor allem, wenn man die Ruhe hat und nicht selber von Scharfschützen angegriffen wird. Bleib da weg! Ich sagte, bleib weg! Jetzt muss ich hier noch die ganzen Sachen... Wo kommst du jetzt auf einmal her? Ah. Hoffentlich war es das jetzt. Da vorne noch schnell die Erfahrungspunkte einsammeln. So. Ja, da vorne hat uns ein Zombie gesehen. Egal. Vielleicht verliert er uns. Aber da ist auch ein Zombie. Und noch einer. Jetzt ist der auch da. So, endlich geschafft. Wo will ich denn hin? Ich wollte zu dem Haus. Der Zombie da oben hat uns nicht gesehen. So. Da brauche ich mehr. Da brauche ich jetzt mehr. Machen wir das erstmal andersrum. Ich brauche nämlich nur ein Zauntor. Zack. Und 30 davon. Ja, okay, das war ein bisschen viel. Egal. Mist. Und weg. So. Zur AFK-Lounge. Oder erstmal die Monster töten. Damit sie uns Erfahrungspunkte geben. Ah, jetzt ist der da vorne auch fertig. Ja, gehen wir erstmal dorthin. So, nein, da unten. Dann können wir die 5 nämlich auch noch mitnehmen. So, und jetzt... Könnt ihr mal bitte aufhören? Ich sehe euch doch gar nicht. Sehr schön. Ich habe da auch nichts getroffen an der Wand. Und der Rüstung geht super. Wieso ist mein Schild schon so beschädigt? Na egal. Da ist noch einer. Da oben wäre auch einer, aber der sieht uns hoffentlich nicht.
Wäre die Gegend mal ein bisschen heller. So. Habe ich da gerade ein Brot gesehen? Nein, ein Tintenfisch. So, Eingang soll hier sein. So. Jetzt kommt da keiner mehr vorbei. Und jetzt machen wir da noch Glas drüber. Und ich hoffe, dass das sehr gut aussehen wird. Mist. Jetzt habe ich ein Problem. Wobei... Ha, ich habe kein Problem. So. Da stehe ich noch im Weg. Okay. Und wieder die Ecke. Sehr schön. So, und da muss jetzt Glas drauf. Da müsste jetzt Glas drauf, damit das auch hier dicht ist. Ja. Machen wir mal zu. Und dann kommt hier auch nichts rein. Man kann höchstens hier durchschießen. Allerhöchstens. Und das war's auch schon. Und dann trifft es einen auch nur, wenn man gerade hier irgendwo ist. Also die Chance ist noch da, allerdings sehr, sehr gering. Jetzt holen wir uns noch das Glas aus der Endertruhe und... Machen die auch noch voll, dann haben wir das auch erledigt. Das finde ich dann schön. Wenn alles erledigt ist, dann können wir auch weiter bei Askers Schloss arbeiten. So, das da kommt rein, das da kommt raus. Kommen wir gleich die anderen Sachen auch alle weg. Was haben wir denn alles? Das da kann weg. Das hier. Das da. Das hier auch. Ach, ist schon wieder voll. Dann Holz. Das. So, und dann kommt der Zauntor, aber kommt so, also der Zaun, nicht das Zauntor. Dann die Lederhose. Haben wir noch eine Lederhose? Nein. Keine angefangene. Dann kommt das so hin. Das Schwarzpulver kommt da rein. Okay, und Pfeile haben wir noch. Gut. Setzen wir das Glasdach rauf. Oh oh. Wie kommt der Creeper hier rein? Die Erfahrungskollegen haben hier das Ding aufgemacht. Der muss irgendwo gespawnt sein. Egal. Vielleicht ist er mir auch gefolgt und durch die offene Tür gelaufen. Ansonsten kann ich mir nämlich nicht vorstellen, wie der im Haus gespawnt ist. Ich meine, es hat ja die Sonne gescheint. Der muss mir gefolgt sein und ich habe es nicht gemerkt. So.
So. So, jetzt ist das irgendwie scheiße. Das ist scheiße. Wobei, vielleicht. Oh. Vielleicht ist das so besser. Sehen wir mal. Ich weiß nicht. Machen wir es einfach mal. Vielleicht sieht es ja gut aus, wenn es vollständig ist. Ja, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Und dann kann man hier so reingehen und dann so zack. Und ist AFK und man ist geschützt. Von Zaunglas und Glasscheiben. Super. Man kann trotzdem noch so, wenn man dann wieder da ist, immer noch sehen, was ist gerade so um mich herum los. Auswahl ist da unten. Man kommt ja auch super wieder raus. Aber ich muss das ändern. Ich muss die Schilder umändern. Die müssen von hier aus zu sehen sein. Und dann mache ich das noch von der Seite hier. Hier. So. Ups. Ey, ich will hier raus. So. Dann sieht man das mich schon beim Reingehen. AFK Lounge. Und auch, dass hier der einzige Eingang ist. Keine Druckplatten und so. Man muss ja so wirklich extra rein oder rausgehen. Gut, sieht jetzt nicht mehr ganz so spektakulär aus wie, wie ohne den Schutz, aber es geht immerhin. Ja, es geht noch. Gut, eigentlich hätte ich den Zaun auch wegmachen können. Nein, den Zaun wollte ich wegen den Zauntüren da haben. Oder soll ich das auch noch ersetzen? Nein, oder? Boah. Okay. Machen wir mal schnell ein paar Scheiben. Und dann ersetzen wir es doch mal schnell. Nur um zu sehen, ob es besser aussehen würde oder nicht. Wenn nicht, können wir es wieder rückgängig machen. Wenn ja, können wir es lassen. Aber ich glaube, es würde dann tatsächlich besser aussehen. So, also das lasse ich jetzt erstmal. So, das lasse ich. So, aber jetzt könnte man da noch rein, so rein. Das ist blöd. Wenn ich das da jetzt ersetze? Kann man nicht rein? Bietet einem aber ein bisschen mehr Gelegenheit zum Reinschießen, oder? Ja. Sieht dafür aber besser aus. Also ich würde es jetzt so lassen. Außer natürlich, ich mache noch irgendwie eine Tür rein statt dem hier. Ja, dann mache ich eine Tür rein. Aber welche?
Welche Tür mache ich da rein? Die Eichenholztür möchte ich nicht. Auch nicht die Schwarzeichen. Wobei, die würde schon schön aussehen. Akazientür haben wir ja gesehen. Sieht toll, würde toll aussehen. Birkenholz würde ich nicht gerne haben. Dschungel und Fichtenholz haben wir derzeit nicht. Dann würde ich... Ja, dann nehme ich doch die Schwarz-Eichenholztür. So, und da kommt das Zeug jetzt wieder zurück. Für einen Moment dachte ich, da wäre ein Enderman. War wohl das Geräusch der Truhe. Wir haben, glaube ich, sogar noch eine in der Truhe, oder? Ja! So richtig stylisch dann. Ich hoffe, das passt dann auch tatsächlich dazu. Wäre schade, wenn nicht. Wobei die Türen sind immer am Anfang oder Ende. Hier, da. Gut, man kann jetzt nicht so rein. Aber sieht echt blöd aus. Wenn wir es so machen, steht sie innen drin. Das sieht auch echt blöd aus. Wobei man allerdings dann besser durchs Reinschießen geschützt wäre. Oder auch nicht, weil man kann hier gut reinschießen und hier...